Was machen Sie auf dem Telefon oder auf dem Smartphone? Was machen Sie auf dem Tablet? Spielen Sie da Spiele und lesen Sie da ein Magazin? Guckt jemand wirklich nur mit einem Bildschirm zu Hause Fernsehen oder hat er sein zweites Gerät oder eigentlich das iPad und das iPhone noch nebeneinander? Mir ist das ehrlich gesagt total egal. Wir wissen, dass das alles passiert und wir sind ja auch dabei. Wir müssen als Softwarehersteller diese Technologie bedienen. Das ist ja das Branchentreffen für K4-Anwender und von daher sind die Erwartungen relativ hoch, weil man ja die ganzen internationalen Kollegen kennt. Der größte Sprung, den wir vollzogen haben, war, in Prozessen zu denken. Eigentlich haben wir uns auf die Reise zu einem schlanken Unternehmen gemacht. Eigentlich ist es uns erst auf dem Wege aufgefallen, was wir dort tun, dass es tatsächlich Lean Enterprise ist. Und genau genommen ist ein Publishing-Prozess im Bereich der Medien gar nicht so viel anders. Es gibt das Editorial, es gibt das Layout, es gibt den Chefredakteur. Und all diese Prozesse müssen irgendwie so miteinander funktionieren, vielleicht nicht kopiert, sondern ähnlich, abstrahiert und neu adaptiert wie bei Porsche. Wir haben es jetzt geschafft, so zu optimieren, auch mit Hilfe von View und K4, dass wir das wirklich in einem verlässlichen Prozess hinbekommen und sonntags um 8 Uhr den Lesern unser Produkt anbieten können. Dass die Artikel parallel erzeugt werden konnten, das hat uns dann doch einen erheblichen Zeitvorteil gebracht. Zum Ende der Produktion wird einfach viel erzeugt, viel hochgeladen. We chose Vision because we needed to have a workflow that the team could rely on. We needed consistency, being a weekly magazine. We needed the information to consistently go from one team to the next team so that we could get the magazine produced on time. Ganz im Unterschied zu Focus, die eben sagen, Schnickschnack, lassen wir mal weg, wir bieten nur wirklich Mehrwert. Da wir kein Printprodukt haben, ist bei uns alles Mehrwert, also haben wir ziemlich viel Schnickschnack. Hier haben wir die automatische Integration von View und K4 mit DPS und wir können es eigentlich direkt publizieren. Overall, when we assessed the situation 2 years ago, our organization has increasingly become focused on production rather than creativity. So the whole aim of this program is to try and reverse that and focus on creativity and less on production. So this is where we are right now. We've deployed K4 in 4 of our markets, on 10 of our titles. The statistic by the end of this year, of the 9 markets where we're going to deploy K4, a third of our editorial pages, an entirety for those 9 markets, will now be produced with the K4 system. We've got our largest title, which is Chinese Vogue, is now produced with K4. I get a lot of new information because for our current workflow production process, we don't deal with the tablet and apps for the time being, but we will move in the next months or year. And I saw that it is feasible and well new by the K4 solution. Jun und K4 ist für mich insofern interessant, um Abläufe zu verschlanken, um weitere Kollegen da drin zu integrieren und auch Dienstleister zu integrieren, um alles noch schneller und schlanker an Prozessen zu gestalten. Wir können automatisiert aus unseren Print-Layouts unsere Layouts für Tablets erzeugen. Sie haben einen vereinfachten Aufgaben-Workflow. Ich kann sicherstellen, dass die richtige Person zur richtigen Zeit die richtige Datei bearbeitet, weil ich einen Workflow habe, der verhindert, dass jemand, der jetzt gerade nicht dran ist, diese Datei auch in die Finger bekommt. Auch hier sind wir wieder weitergegangen, haben nachgedacht, was kann man denn eigentlich noch besser machen? Wir haben unser Distributed Enterprise System verbessert. Der LDS in New York stellt einfach nach unserem bewährten Abfragemodell eine Abfrage an den K4 Server und synchronisiert nur die Business-Daten. View und Scrum funktioniert. Lazy Loading ist auch eine Sache, die wirklich genial ist. Die Produktionsprozesse sind alle gut durchgestylt und wir geben ihnen die Werkzeuge, das vernünftig zu machen. Das Thema Digital Asset Management, DAM. Wir haben jetzt eine Volltextsuche, wir können die
Objekte schnell anzeigen. Wir haben die Möglichkeit, die Daten zur Not nicht in der Datenbank, sondern im Dateisystem zu halten. Wir sind der Meinung, dass K4 irgendwo das Zentrum ihrer Produktion sein muss und muss auch ihre Assets verwalten. Das nächste Feature-Release wird ein ganz großes Release. Ich rede jetzt von dem Sommer-Release. Da werden ganz viele neue Änderungen kommen oder ganz viele Änderungen in allen Bereichen. Da ist schon echt was drin, was uns beschäftigt. Vielen Dank. Die nächste Unity in Hamburg findet wieder im November statt, weil wir wollen ja dann wieder zu dem Winterrelease Ihnen zeigen, was gewesen ist und was kommt. Aber wir planen eine zweite Unity in den USA. Das heißt, wir planen eine Unity im Juni, quasi passend zum Sommerrelease in New York. Die Amerikaner sind sowieso eingeladen, aber wer von Ihnen gerne nach New York fahren möchte, hätte auch die Chance, im Juni die amerikanische Unity zu besuchen.